Ja, dann mal willkommen zurück bei Farm Together. Kinomodus, der ist immer dunkel. Ja, also alleine vom Begriff her kann ich Kinomodus sehr unterstützen. Sehr passend dazu mein Filmtester-T-Shirt. wir machen mal weiter auf unserer Farm. Ich habe keine Ahnung, was da so geht. Ich weiß aber auf jeden Fall, ich habe 300 musikalische Wurzeln irgendwo rumstehen. Also wenn wer leechen möchte, ich brauche sie nicht mehr, kommt gerne vorbei. Oh, ich war offenbar bei wem anders auf der Farm. Ich habe 13 Minuten Bonus. Das ist ja fancy. Oh, und der Spargel ist reif. Na dann wird doch erstmal hart abgespargelt, würde ich sagen. Fangen wir hier an. Den habe ich auch krumm und schief gepflanzt, ne? Der passt überhaupt nicht in die Sortierung, aber okay. Läuft. Oh Gott, wir müssen doch gleich total Obst verkaufen, wenn wir Bonus haben, oder? Ah, das gilt nicht für die Erntehelfer, oder? Du hast eben den Good Boys und hast dir mehr erwartet. Ach, ich weiß nicht, ich erwarte einfach eine sehr trashige Komödie. Also der Trailer ist halt so, ja, Film hat bestimmt so seine Momente, aber insgesamt wird er, glaube ich, eher so ein Zäpfchen. Also ist jetzt meine Vermutung. Habe ihn noch nicht gesehen, aber ich befürchte, es trifft es einfach ganz gut. Ach ja, was gibt es Schöneres, als zum Beginn des Frühlings 108 Spargel zu stechen? 140, Entschuldigung. Boah, werden endlich diese verkappten Alpakas fertig und wir kriegen endlich diese Quest zu Ende? Holy smokes. Lauch. Ah, bitte, lauch mich, Baby. Ja, können wir nicht. Im Winter, der ist gerade vorbei. Ey, es ist doch alles nicht warm. So, was brauchen wir da noch für? Weißen Hibiskus, das kann ich. Namen Conspeed. So, Hibiskus wächst hier, habe ich mir sagen lassen. So, ja, und irgendwo haben wir noch welchen. Da, da und da. Schön zusammen an einem Fleck. Wir brauchen noch gar nicht mehr so viel. Ein Feld noch und dann reicht das. Wir könnten die Gerberamme ernten, oder? Den können wir auch lassen, aber so viel Geld ist das tatsächlich auch nicht. Wie viele Blumen haben wir? Naja, kann man weg. Oh, nur noch 11 Alpakas. Dann ist diese leidige Quest endlich vorbei. Da müssen wir nur noch die leidige Fischquest irgendwann durchkriegen, die auch einfach noch ewig dauern wird. Auch wenn ich inzwischen 157 Piranhas und 82 Bratzenfische habe. Tulpen schon wieder am Start? Ne, die brauchen noch. Und der Tee braucht auch noch. Na gut. Wir haben total Pfeffer, den wir abernten können. Das machen wir, glaube ich, gleich mal. Vorher fischen wir aber nochmal hier bei den Piranhas ein bisschen. So ein kleines Piranha-Becken hingepackt. Oh, da kommt ja richtig viel bei rum. Ah, okay. Warum kriege ich nur die Hälfte der Piranhas, die mir beim Angeln angezeigt werden? Also wenn mir hier 4 Fische beim Angeln angezeigt werden, kriege ich für die Quest nur 2. Why though? Macht das irgendeinen Sinn? Drei Jahre, holy smokes, das sind... Nein, du hast dich verrechnet, 3,5 Jahre sind das sogar schon. Misser, vielen Dank. Aber du warst... Du hast wahrscheinlich, wenn du jetzt gerade erst dabei bist, hast du wahrscheinlich verpasst, dass ich Firefly gespielt habe. Aber okay, vielen Dank Firefly für den Resub. Dankeschön. Da schaut man ohne was zu ahnen den heutigen Part auf YouTube und schaut in den Stream und denkt sich, what the fuck? Ja, ich habe ein bisschen vorproduziert, minimal. Ich
möchte sagen, das Spiel ist eine dampfende Leidenschaft. Nee, ist keine Ahnung. Also ich hänge mit den YouTube-Folgen halt locker irgendwie 3 Wochen hinterher, würde ich sagen. Na, nee, wobei 3 Wochen gar nicht mehr. Ah, wobei, ich habe noch ein paar Parts nicht hochgeladen. Ah, doch, 3 Wochen kommt, glaube ich, hin. Aber zumindest sind es nicht mehr 4 Wochen. Das ist doch auch was. Musste gerade noch einen Koffer aus dem Keller entrümpeln. Was? Was für ein Koffer und warum musstest du den entrümpeln? Und warum habe ich hier die 3 Meter hätte ich auch gehen können? Die bringen inzwischen 10 Diamanten. Das ist ja nice. Haben die nicht heute Morgen noch? Ach so. Ja, weil Bonus und so. Mhm. Gerade sagen, eigentlich bringen die doch nur 8. Hey, wollen wir zur Abwechslung mal Obst verkaufen? Das machen wir doch sonst so selten. Nee, nicht Getreide. Einmal Gewürze. Wolle. Ja. Nächste Woche Urlaub, da braucht man einen Koffer. Kommt auf den Urlaub drauf an, aber ja, wo geht's hin? Müsste tatsächlich auch mal wieder wegfahren. Frage ist halt nur, wann. So, dann haben wir das alles durch. Dann können wir mal die Butze noch ausräumen. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Koffer. Also ich habe eine Reisetasche, aber so einen Koffer, so einen klassischen Koffer? Nope. Eine Woche Kreuzfahrt im Mittelmeer, mehr oder weniger. Hörte besoffen auf dem Schiff zu sein, soll beruhigend wirken. Oder auch nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich glaube, Kreuzfahrt wäre nicht so meins, aber warum nicht? Gebiet ist einfach zu groß. Hier gibt es auch noch Piranhas, so 2 Stück oder so. Gab es irgendein nennenswertes Spielupdate in den 3 Wochen? Die, naja, ein Event hat jetzt angefangen. Mit dem bin ich aber auch schon durch. Ansonsten nicht wirklich. Ich bin total verwundert nach wie vor. Vielleicht kann mir das wer erklären. Ich habe das auch schon in irgendeiner Folge gefragt. Die ist aber natürlich noch nicht live. Die großen, also bei mir bringen die Quests jetzt alle mehr Medaillen und ich habe keine Ahnung warum. Und es ist definitiv kein Patch vom Spiel gewesen, weil ich war vorhin auf einer anderen Farm und da bringen die halt alle noch weniger. Also es muss definitiv an meiner Farm irgendwie liegen. Also muss mit dem Farmlevel oder mit dem Spielerlevel zusammenhängen, aber ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Also ich finde es super. 30% mehr Medaillen nehme ich gerne, aber ich bin mir nicht sicher, wo das herkommt. Würde prinzipiell auch gern 30% mehr Diamanten nehmen, aber ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr hin. So. Außerdem habe ich den einen Herd hier mal ausgesetzt, damit die jetzt endlich wieder auf der gleichen Stufe sind. Nachdem die seit ungefähr 4 Wochen halt irgendwie der eine immer einen Schritt voraus waren. Wie kriegt man das 30% Schleifen mehr? Das ist die gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht kommt das mit Farm Level 90 oder so. Keine Ahnung, aber es ist mir irgendwie vor 2, 3 Tagen das erste Mal aufgefallen. Und das war so, okay, warum genau? Was?
Also war es schneller als 8000 von irgendwelchen Pflanzen für relativ unnötig. Was? Ach so. Das Event war prinzipiell schneller, ja. Also es waren nicht 8000, es waren nur 3600 Pflanzen. Das war okay. Apropos Eventpflanzen. Könnten mal. Warum bin ich eigentlich so weit rausgezoomt? So, da hinten war noch nichts weiter am Start, aber hier vorne müsste auch noch Löwenzahn bereit sein. Eventuell. Nee. Der Senf leider noch nicht, aber den können wir mal gießen. Ich weiß nicht, aus dem Event hätte man super viel machen können und jetzt ist es halt so ein 0815 Event. Also, da wären total viele coole Ideen drin gewesen, aber vielleicht haben die auch einfach nicht die Manpower, um das rein zu programmieren. Also ich meine, es ist halt so Musikfestival-Event. Und du kannst aber halt, also du kannst halt eine Bühne freispielen und du kannst aber auf der Bühne keine Musik machen. Und das ist halt ein bisschen lahm. Und du hast halt so Wegplatten, also Wege, sowas hier. Die Teile, Xylophonplatten, kannst du halt freispielen. Die machen aber auch nur random Sounds, wenn man drüber läuft. Also das ist halt total unspektakulär. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass die so sind wie die Notenblöcke in Stardew Valley, dass man das halt frei einstellen kann und dass die beim Vorbei- oder beim Drüberlaufen dann einfach eine Melodie spielen. Also dass man die Töne halt irgendwie innerhalb von einer Oktave festlegen kann. Das wäre halt total super gewesen, aber nein. Leider nicht. So. Wir brauchen Diamanten, habe ich gehört. Ich habe da mal so eine kleine Diamantenfarm aufgestellt. Das werden 12.000 Diamanten, wenn wir das fertig abgeerntet haben. Wahrscheinlich sogar mehr. Ich hätte mehr Bonus mitnehmen sollen. Beziehungsweise ich hätte das einfach früher anfangen sollen, als wir noch mehr als 1,30 Bonus hatten. Aber okay. Passt schon. Sind jetzt auch nur 3 Diamanten mehr pro Pflanze, die das bringt. Schon sehr grindlastig geworden, die Farm. Enttäuschend. Naja, also wenn wir es irgendwann schön machen wollen, brauchen wir halt einen Arsch voll Diamanten. Hilft halt nichts. Also es sei denn, das Ganze soll halt super langsam gehen und bis wir halt irgendwann an den Punkt kommen, wo ich sage, hey, wir können das schick machen, soll es halt noch 2 Jahre dauern und die Folgen über soll halt nichts passieren. Dann können wir das gerne auch ohne Grind machen, aber das Spiel ist halt auf Grind ausgelegt. Brauche ich die Diamanten für was Bestimmtes? Ja, prinzipiell will ich ja die Farm irgendwann hübsch machen und jedes, also fast jedes Deko-Objekt kostet Diamanten. Außerdem muss ich hier noch eine ganze Menge Felder freischalten und ein Feld kostet inzwischen über 30.000 Diamanten. Das heißt, wir haben jetzt im Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, 4, 6, wir haben jetzt noch 13 Felder, die wir freischalten müssen. Das werden wahrscheinlich, naja, schon nochmal so um die 500.000 Diamanten, die wir dafür brauchen, würde ich mal schätzen. Eher mehr. Wahrscheinlich eher 600.000. Und das ist halt so, wenn du versuchst, 600.000 Diamanten nur über, keine Ahnung was, nur über Quests oder so zu kriegen oder hier und da mal über so ein paar kleine Bäumchen, dann brauchst du halt einfach Jahrzehnte dafür. Mal abgesehen kommen zwischendurch Quests wie Pflanze 1240 Kartoffeln, beziehungsweise ernte sie dann auch. Also so. Um den Grind kommt man halt nicht drum rum. Da braucht man halt auch mal so ein Riesenfeld.
wenn man die Kartoffeln dann nicht auf 78 Felder verteilen möchte. Ja, aber nochmal bezüglich Event. Also wenn irgendwer von euch spielt und noch Eventpflanzen braucht, ich hätte hier unten 300 fertige. Also ich brauche sie nicht mehr. Wenn die wer mitnehmen möchte, gerne. Sonst lasse ich sie da einfach stehen, bis sie irgendwer braucht. Mich stört's da unten nicht. Es wäre total clever gewesen, einfach direkt wieder Pfeffer anzupflanzen. Naja, schade. Ich tanke noch mal kurz voll und dann machen wir das zumindest für den Rest. Halt auch was Deko später angeht. Also, wenn wir halt eine Eisenbahnstrecke bauen wollen, jede Eisenbahnschiene, also jedes Feld kostet, glaube ich, 5 Diamanten. Ich würde mal schätzen, da... Ich habe vergessen zu pflanzen, verdammt. Allein da können wir halt locker, also wenn wir was über die ganze Farm bauen wollen, mehr oder minder, allein da können wir schon wahrscheinlich mehrere tausend Diamanten reinstecken. Der Strecke allein ist ja nicht getan. Soll ja auch noch hübsch drumherum aussehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keine Schranken haben im Spiel. Das wäre total gut, wenn man an die Straße irgendwo so Schranken stellen könnte. Ich meine, wir haben die Teile, das sind zwar eigentlich Reithürden, die sehen so ein bisschen wie Schranken aus. Das kann man als Ersatz nehmen. Aber prinzipiell wären Schranken halt schon fancy. Denn schon eine Lokomotive? Ja, ja, also du kannst fahren, definitiv. Also auf der Farm hier nicht weit. Aber, also weil ich halt prinzipiell bislang so, keine Ahnung, 6 Teile Gleis gebaut habe. Aber prinzipiell kannst du, nee, falsche Taste. Prinzipiell kannst du total fahren. Mit der kleinen hässlichen Lok. Die kann zwar auch auf magische Art und Weise auf der Stelle drehen. Ich glaube, das ist ein Trick, den würde die Deutsche Bahn gern auch nochmal rausfinden. Aber prinzipiell geht. Mist, Pfeffer können wir im Sommer nicht anpflanzen, oder? Ah, okay. Dann haben wir jetzt halt nur eine Reihe Pfeffer. War schon eher unclever von mir, aber nun ja. Passiert. Oh, wir sind gleich Stufe 70. Kriegen wir dann irgendwas Dolles? Ich glaube, wir schalten noch einen Hut frei, aber das war's dann auch, oder? Wann schalten wir das letzte Haustier eigentlich frei? Auf 70 oder 75? Also nicht, dass ich es haben möchte, aber... Wollte mal sagen, hab was zu essen. Endlich. Ich könnte dir gerade noch Pfeffer anbieten. Überhaupt noch Platz für Gewürze, oder? Ah ja, das geht. Was gibt's Leckeres? Kommt gerade mit deinem Magen nicht gut? Okay. Also allgemein was zu essen oder Pfeffer?
Reste von gestern. Kartoffeln, Hähnchenbrust und Blumenkohl. Scheibe Käse drüber, warm gemacht. Klingt ganz gut. Also für so Resteauflauf. Ich meine, mit Kartoffeln liegt man nie falsch. Diese eine traurige Reihe da, ne? Ist schon so. Ich glaube, wir fangen heute mal ein bisschen Deko an. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwie für die ganzen Sprinkler hast du aber auch schon ordentlich grinden müssen, oder? Ja, schon. Also es geht. Die langen Quests bringen ja halt 30 Medaillen jeweils. Die Sprinkler kosten ja nur eine, aber ja, also allein das hier sind, oh Gott, keine Ahnung, 200 Medaillen, 300 Medaillen, irgendwie so. Und das sind ja nicht die einzigen Sprinkler, die ich habe. Also das ganze Feld hier unten ist ja auch voll mit Sprinklern. Das kleine hier ist voll mit Sprinklern. Hier die Reihe ist voll mit Sprinklern. Also nur, nee, also nicht das ganze Feld, sondern nur die hinterste Reihe hier. Noch irgendwas. Das Feld hier. Hier noch irgendein Feld, also der Rosmarin auf jeden Fall. Und hier auch noch irgendwie zwei von den kleinen Feldern. Also grob überschlagen würde ich mal schätzen. Ich habe wahrscheinlich schon rund 1000 Medaillen in Sprinkler gesteckt, ja. Irgendwie so. So, ich glaube, das reicht tatsächlich nicht, um ein neues Feld zu kaufen. Wir brauchen, glaube ich, 32.400. Diese kleine Pfeffer hier. Ja, wir müssen bestimmt Obst verkaufen, oder? Wir müssen alles verkaufen. Wir müssen auf jeden Fall Obst und Gewürze verkaufen. Wenn wir Gewürze verkauft haben, könnte es sogar für das nächste Feld reichen. Schaust momentan meine Realm Grinder LP. Ist das Game auch mal wieder ausgekramt? Boah, ich weiß nicht. Also, finde ich prinzipiell cool. Aber ich glaube, ich hätte einfach keinen Bock mehr auf Realm Grinder. Das ist mir tatsächlich irgendwann zu viel stumpfer Grind. Genau wie, wie hieß denn das, Idle Wizard? Ich glaube, so was wollte ich denn jetzt machen? Hier wollte ich hin. Soda Dungeon war gar nicht so grindlastig. Oh Mist, so viel Pfeffer wollte ich gar nicht verkaufen. Na egal. Soda Dungeon war gar nicht so grindlastig. Soda Dungeon hatte nur einfach kein Endgame und lief dann, also da ging ein Run halt einfach endlos irgendwann. Das war halt so das Problem, dass du halt einfach nichts mehr zu tun hattest. Hast du deinen Run gestartet, kamst so 38 Stunden später wieder und es war halt immer noch kein Ende in Sicht. Das war das Problem. So. Sehr schön. Dann erstmal Straße hier vervollständigen. Dann setzen wir das beides eins zurück. Zurzeit kein gutes Idle-Game außer Crusaders? Ach doch, bestimmt. Ist halt nur die Frage, hat man es schon gefunden? Und wenn ja, hat man es vielleicht sogar schon gespielt und hat nur keinen Bock mehr drauf. 34.200 fürs nächste Feld. Ja. Ja, wenn das in den Schritten weitergeht, muss man kurz überlegen. 34, warte mal, was ist denn 34, 2, 4 durch 32, 4. Ja, 1, okay. So, Moment, was kostet es? Ah, ne, 2, 2, okay. Okay.
Okay. Bei 34,22 mal. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, wenn ich mich nicht verrechnet habe, kostet das letzte Feld über 58.000 Diamanten. Christoph, vielen Dank für den Resub. Holy shit, auch du bist schon fast 4 Jahre dabei. Vielen Dank. Was machen wir denn jetzt? Wir pflücken jetzt das Feld hier auseinander, habe ich gerade beschlossen. Frage ist nur, wie machen wir das? Mist, hier ist überall Begrenzung. Dang, das funktioniert so gar nicht. Das ist ja ungeil. Erstmal möchte ich das recyceln. Dann möchte ich, glaube ich, diese Tankstelle drehen. Dann kommt das dahin. Du kommst dahin. Jellyfishy, hello. So, ich würde ganz gerne die Schienen einfach hier durchbauen und dann hier die Straße auch durch Schienen ersetzen. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Feld? Ich glaube, wir müssen hier grundsätzlich erstmal die Sprengler wegreißen, sonst hilft das halt nichts. Wahrscheinlich. Wie fällt es in Benutzung? Ich möchte das jetzt gerne. Ach shit. Ich will das nicht verschieben. Ich will das abreißen. Fuck. So, jetzt aber. So, die kriegen wir einwandfrei wieder. Das wäre mit dem Traktor alles irgendwie einfacher, glaube ich, aber... hast mich früher mal geschaut, als du Idle Wizard und Treasure Hunter... Ich habe mal Treasure Hunter gespielt? Kann gut sein. Ich habe mal Treasure Hunter gespielt? Ich kann mich nur daran erinnern, aber gut möglich. Und tatsächlich ist... Idle Wizard gar nicht so lange her. Das war dieses Jahr. Ist immer versucht, hinzubekommen, mich mal im Stream zu erwischen. Hat aber nie geklappt. Ja, ist immer sehr kurzfristig, ich weiß. Jetzt hast du mich endlich mal im Stream gesehen und dachte, das schaust du vorbei. Ja, finde ich cool. Hi. Schön, dass es mal geklappt hat. Treasure Hunter war vor 6 Monaten? Ich. Keine Ahnung. Ich habe original keine Ahnung. Nein, ich möchte ganz gerne. Ja, okay, dann recyceln wir halt erst die Sprengler. Die dann zwangsläufig auch, oder? Oder die nicht? Moment, jetzt muss ich gucken. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne, die tatsächlich nicht, aber okay, dann setzen wir den gleich neu. Mmh.
schon erst Kapitel 2 gesehen? Nee, noch nicht. Ich habe tatsächlich die letzten 7 Tage durchgearbeitet. Hatte daher wenig Zeit ins Kino zu gehen und länger läuft der Film ja auch noch nicht. Könnte theoretisch heute Abend gehen, aber was genau tue ich da? Nee, mal gucken. Vielleicht gehe ich morgen. Prinzipiell habe ich morgen frei, aber ich bin dann sowieso im Büro und dann mache ich vielleicht, also ich muss halt trotzdem ins Büro. Und vielleicht mache ich das dann einfach so, dass ich dann einfach gehe, wenn die Vorstellung anfängt und dann kann ich ja direkt rübergehen. So, das ist doch schon mal was. Dann passen die Felder noch. Dann müssen wir jetzt nur die Schienen hier hinpflastern. Ja, nee. So, bitte. Erstmal den ganzen Schmoppes hier weg. Dann gucken wir mal weiter. Du hast ja immer mal wieder über deinen Job erzählt. Wenn ich fragen darf, was genau tust du da? Das frage ich mich auch jeden Tag. Was mache ich hier eigentlich? Was für Aufgaben hast du? Ich bin im Moment fürs Personal zuständig. Also vom ersten Sichten der Bewerbung über Bewerbungsgespräche. Über Einstellen der Leute, Verträge fertig machen, Feedbackgespräche. Also prinzipiell alles, was mit Personal und Personalverwaltung zu tun hat, außer die Lohnabrechnung. Die Lohnabrechnungen gehen über ein externes Büro oder über einen externen Dienstleister. Aber sonst, ja, bin quasi so der, ich glaube, HR-Manager nennt man das Neudeutsch. Allerdings auch nur in Elternzeitvertretung, also gar nicht mehr lange. So, wir müssen hier geradeaus. Das könnte ich theoretisch wieder mit dem Traktor machen. Klingt nach nichts für dich, aber trotzdem spannend. Also spannend ist auf jeden Fall. Und es wird definitiv nicht langweilig. So, die Frage ist, wollen wir hier jetzt tatsächlich abbiegen mit der Bahn? Oder wollen wir erstmal geradeaus rüberjuckeln? Dann müssen wir hier noch ein paar Sachen verschieben, aber das wäre jetzt nicht das Problem. RIP Bienen. Nein, es steht verkehrt rum. Dang it. So. Dann kommen wir hier irgendwann mal quer. Aber dann, ich schaue jetzt erstmal, wie das läuft, wenn wir mit dem Zug auf eine Kreuzung zufahren. Hier müssen wir auch gleich noch ein bisschen hübscher machen, aber wir gucken erstmal. Nee, abgesehen davon habe ich im Kino halt super viel schon gemacht letztendlich. Also ich habe ganz normal im Service angefangen, also halt Einlass, Kasse, Theke. Also tatsächlich gar nicht Theke, aber halt Einlass und Kasse. Warum biegen wir dann da links ab? Warum? Und jetzt fahren wir auf ewig hin und her. What? Das macht halt gar keinen Sinn.
Ich muss das nicht verstehen, oder? Eines von Kasse, da hast du viel über Klickechos erzählt, auf jeden Fall. Das war auch zu der Zeit. Nee, gar nicht. Also auch, 2014 habe ich schon die Ausbildung gemacht. Als ich Klickechos angefangen habe. Nee, ich habe vor 8 Jahren halt mit Einlass und Kasse angefangen. Dann relativ zügig, wir haben so ein eigenes Mini-Callcenter. Also halt einfach für telefonische Reservierungen und Fragen und bei Problemen mit Online-Buchungen und so Gedöns. Da habe ich eine ganze Weile gearbeitet. Dann habe ich im Kino die Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Dann war ich 2,5 Jahre in der Projektion, so Quereinstieg als Vorführer quasi. Und jetzt mache ich halt in Elternzeit die Personalstelle. Also als Vertretung in Elternzeit quasi. Und danach mal gucken. So, wie lösen wir denn unser Schienenproblem? Also so auf jeden Fall, das ist klar. Nein, verdammt, ich wollte nicht die Straßen retten. Na, egal. Passt schon. So, jetzt das Mädchen für alles? Nee, das ist durch. Das war ich in der Ausbildung, definitiv. Aber das ist jeder Azubi, glaube ich, oder? Muss ab und zu Kundendienst machen und könntest jedes Mal beim Kunden deinen Job hinschmeißen und hast 90% der Kunden. Aber ohne das würde dir was fehlen. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was du machst. Kundendienst ist auch immer so eine Sache. Also wenn du halt irgendwas montieren musst oder so und zum Kunden raus musst, ist immer nochmal was anderes, als wenn die Kunden zu dir kommen und was wollen. Und tatsächlich im Kino hast du ja nicht so den riesen Kundenkontakt in dem Sinne. Also du sprichst ja jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde lang mit dem Kunden und musst dem halt irgendwas verkaufen, sondern die kommen ja zu dir und wollen halt eine Karte oder Popcorn. So, und das ist dann halt in der Regel ein Gespräch von 2 Minuten und dann bist du ja zumindest den Gast auch schon wieder los. Also wenn es halt überhaupt 2 Minuten sind. Da macht es halt eher die Masse der Kunden, aber halt selbst wenn wer Blödes dazwischen ist, geht das halt relativ schnell vorbei. Aber prinzipiell, ja, Service ist schon so eine Hassliebe. Also ich mache Service super, super gern, aber man lernt so im Service den Mensch an sich zu hassen. Also gar nicht spezielle Menschen, aber so Menschen an sich lernt man einfach zu hassen. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Ich weiß, das ist widersprüchlich, aber so ist es halt. Tja. Wie wir das hier mit der Kreuzung regeln, ich weiß es noch nicht. Wenn wir jetzt... Ich probiere nochmal was aus. Wenn wir das halt einfach so gerade rüberbauen. Ich schätze, es hängt einfach damit zusammen, wie man... Also in welcher Reihenfolge man was baut. Müssen wir mal gucken. Angefangen von kleinen Reparaturen, Messung und Planung, also bei der Planung dann immer wieder dieses, ja, ich will das aber so, so, morgen will ich, ja, okay. Ja, okay, ich verstehe. Das sind zum Glück Probleme, die ich nicht habe. Da hätte ich halt auch gar keinen Bock drauf. Also es ist halt so, halt für Kunden irgendwas anfertigen, sei es jetzt halt, vom Handwerklichen bis zum EDV-Bereich, so, nee, einfach nein. Nein, warum biegst du da ab, du Lauch? Mach das mal nicht. Jetzt wieder zurück? Jetzt fahren wir gar nicht da hoch? Was soll das denn?
Das ist doch scheiße. Wie sollen wir denn so eine vernünftige Strecke bauen? Okay, dann müssen wir es doch so hinkriegen, dass sich... oh, dann müssen wir aber ganz anders bauen, glaube ich. Dann funktioniert das so nicht. Aber wobei... Ja, dann müssen wir letztendlich eine Strecke bauen, die sich halt nirgendwo überschneidet. Das wird eine Herausforderung. Oder ich schreibe den Entwicklern mal, die haben ja so eine Vorschlagsseite... Mal einen netten Vorschlag von wegen, Alter, mach das doch bitte so, dass man an Eisenbahnkreuzungen einfach geradeaus fährt. Das wäre, also nur geradeaus fährt. Das wäre total super. Oder es einstellen kann, das wäre auch okay. Aber so ist halt kacke. Gibt's auch Gleisbrücken? Also, dass du über irgendwas rüberbauen kannst, meinst du? Nee. Es gibt diese Gleise. That's it. Bin ja schon froh, dass wir damit Schrägen hochbauen können. Damit hätte ich nicht gerechnet, aber... Hm. Ja gut, dann lassen wir das Gleis doch da erstmal Gleis sein. Oh, ich habe tatsächlich noch was rausgefunden. Das machen wir jetzt mal, bevor ich es wieder vergesse. Nee, steig mal von deinem Trecker ab, du Lump. So. Will hier nämlich noch, glaube ich, was anderes hinpflanzen als den komischen Brokkoli. Was möchten wir denn da mal drin haben? Wenn da Blumen verkaufen, wären schon Blumen ganz hübsch, oder? Ich meine, wir können da auch... Wo ist er denn? Where is it? Wir können da halt auch Rettich reinpflanzen. Oh, das ist das Beste. Das müssen wir total neben das Dixie packen. Neben das Dixie. Den kann dann nämlich auch keiner wegernten. So. Aber hier möchte ich, glaube ich, einfach diese seltsame Sextoy. Nein, hier möchte ich, glaube ich, einfach. Ja, aber nicht direkt dahin. Dixie saves the day. Die kommen in die Mitte, das finde ich okay. Hier muss noch ein bisschen was anderes hin. Ich weiß nur noch nicht was. Nee, das ist mir too much. Die sehen nach nichts aus. Die können hier hinten total hin, in den gelben. In die gelbe Umrandung können total die Dinger. Haben wir hier irgendwas, was nicht so ganz groß ist und irgendwie orange gerberer? Ja. Schön Zwiebeln. Beste Sache. Das geht klar. Ist zwar irgendwie eine seltsame Kombi, aber das passt so. Ja, finde ich okay. So, dann... oh Gott. Ich habe gar keine Orientierung mehr, seitdem ich die eine Tankstelle... Ich habe die Tankstellen so ein bisschen verschoben und verliere sofort die Orientierung, wenn ich hier stehe. Unfassbar. So, Rip-Holzschild. Dafür kommt hier ein eckiger Blumenkasten hin. Und da hinein kommt Rettich. Jawohl. Oh, das macht mich sehr glücklich. Das finde ich super. So, dann müssen wir uns nur hier noch was überlegen.
Hier mal Zaun hin. Nicht, dass die Bahn aus Versehen hier in die Felder entgleist. Dann müssen wir hier noch irgendwas Hübsches hinmachen. Wir könnten hier auch eine kleine Allee machen. Ich habe ja drüben aus den Mandeln schon so eine kleine Allee gemacht. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Lass das mal machen. Das ist nur die Frage, mit welchen Bäumen. Irgendwas, was nicht so wahnsinnig hässlich ist. Wo sind die Limetten? Nee, aber nicht gleich drei Stück auf einmal. Wir müssen das ein bisschen abwechseln. Schönen Kotpflanzenbaum dahin hängen. Vielleicht auch eher nicht. So, was hatten wir da jetzt hingepackt gerade? Die Limetten, die sind... okay. Also die Avocado würde prinzipiell noch passen. So eine Walnussallee wäre halt auch ganz fancy, ne? So, die passen da noch irgendwie mit rein. Aber die sind relativ schmal. Finde ich jetzt gar nicht so geil, aber... ist okay. Brauchen noch irgendwas, was eher ausufernd ist von der Baumkrone her. Nee. Die Kirschen gehen auf jeden Fall. Die sind relativ breit. Zwei direkt nebeneinander. Und die Dinger müssen leider auch wieder weg. Die passen farblich hier gar nicht hin. Das ist halt alles so Herbstlaub. Und die Dinger sind so bam, Sommer. Das ist irgendwie so, nee. Zitronenbaum geht schon noch. Hier auch noch? Ja, läuft. Das geht, finde ich ganz hübsch. Das kann man so machen, finde ich. Gott, Obst ist voll. Dang it. Na, eben 2000 Obst verkaufen. Da müssen wir noch ein bisschen was mit Licht machen. Aber da findet sich noch was. Ich wünschte, man könnte einstellen, dass die Bäume einfach nicht reif werden. Also wenn man sagt so, okay, ich möchte diesen Baum wirklich nur zur Deko haben. Ja, dann hängt da nämlich nicht irgendwann dieses komische Korb-Symbol drauf. Weil aus den Bäumen könnte man in der Kombination irgendwie auch total coolen Wald machen mit so einer kleinen Lichtung. Apropos Lichtung. Ein bisschen was von Einflugschneise, aber... Es ist schon klar, dass wir ungefähr 8000 Mal diese Bahn austesten werden, bis ich damit zufrieden bin, oder? Cutifa, vielen Dank. Auch schon fast 4 Jahre, holy shit. Vielen, vielen Dank. Es ist irgendwie...
Es wäre cool, wenn das nur ein Lämpchen wäre statt zwei. Ist halt blöd, dass die Fackeln immer zu oder wir müssen die halt links und rechts setzen. Also. Mach das nochmal anders. Also die Gartenlichter sind prinzipiell schon okay. Ich überlege tatsächlich, ob ich da eher die Fackeln haben möchte. Aber ich glaube, die Gartenlichter sind schon eher so der Way to go. Wo waren die denn jetzt? Ah, hier. Ja, schon eher. Oder? Ach, ich weiß nicht. Mal gucken, ich werde es wahrscheinlich noch dreimal umbauen, aber erstmal finde ich es okay. Prinzipiell müssten dann hier noch welche hin. Wenn das geht. Na, da ist der Torbogen, ne? Ah, schade, okay. Ja, dann ist das so. Dann bleibt das erstmal so, das ist in Ordnung. Hier kann dann definitiv noch ein Baum hin. Kleines Avocado-Bäumchen. Dass man auch einen Grund hat, hier eine Kurve zu machen. Ist gleich ein ganz anderer Startpunkt. Aber ist voll gut. Auf den Schienen können wir halt auch schnell laufen oder schnell Trecker fahren. Dann kommen wir halt zügiger nach hinten. Das ist ganz okay. Sollen wir noch irgendwas verkaufen? Nee, ne? Können wir mal ein paar Fische verscheuern, aber ja. Guten Abend, endlich mal live dabei. Ja, ich weiß, die Streams sind immer sehr spontan. Aber freut mich, dass du es geschafft hast. Okay, dann... Dammit, wisst ihr, was wir vergessen haben? Im Herbst die Kastanien zu ernten. Bedauerlich. Dann nehmen wir jetzt wenigstens die Geldbäume mit. Sind ja immerhin auch nochmal so knapp 200 Diamanten. Da sagt man nicht nein. Wie sieht denn das eigentlich questmäßig aus? Oh, wir können total eine neue... Warum sagt mir das denn keiner? Warum sagt mir denn keiner, dass wir... Wir sind mit dem Event fertig. Können total eine neue lange Quest holen. Nice. Keine Tiere. Fantastisch. Wahrscheinlich ganz viele Sachen, die wir im Winter nicht anpflanzen können. Wir können immerhin Lauch pflanzen. Das ist zwar nicht das, was wir für die Quest brauchen, sondern für die hier 70. Okay. Geht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. So, das sind 72. Was denn mit dem Rest? Können wir im Frühling anbauen? Können wir im Frühling anbauen? Oh, nice, wir können nächste Saison alles anbauen für die Quest. Das ist super. Braucht dann zwar 6 Stunden, bis fertig ist, aber das geht klar. Okey-doke. Dann... Irgendwer seine Form offen und braucht Hilfe? Ich hätte jetzt Zeit. Oder gerade nichts Besseres zu tun. Aber wir könnten natürlich hier hinten theoretisch wirklich ein Labyrinth anfangen. Ich weiß nur nicht, mit welchen Pflanzen. Ich fände ein Maislabyrinth ja immer noch fancy, aber Mais ist leider nicht dicht genug. Das ist so das Problem.
Und die Hecken sind einfach nicht so hoch. Also wenn wir hohe Hecken hätten, das wäre halt richtig geil. Das ist so hoch wie der Bogen ist, halt einfach geschlossene Hecke. Das wäre halt super. Aber die ganzen Trennungen hier sind alle halt super niedrig. Was wächst denn mal relativ dicht und hoch? Schönes Lauchlabyrinth. Gurkenlabyrinth ist auch einfach falsch. Wenn der Weizen ein bisschen dichter stehen würde, ne? Du hast auch schon ewig nicht mehr gespielt. Meinst du jetzt mich? Nein, du sprichst total mit Wölkchen. Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Ich bin einfach verpeilt. Die Tomaten würden halt gehen. Da kannst du halt nicht sofort durchgucken. Aber die kann halt prinzipiell wieder wegernten. Wenn der Mais halt auch ein bisschen dichter stehen würde, wäre auch super. Dann würde ich halt Ernten ausmachen irgendwann und dann wäre halt okay. Aber ist mir halt einfach. Da kannst du halt zu sehr durchgucken, weißt du? Oder wir machen das tatsächlich mit Bäumen. Wenn ich irgendwo. Ach, mit Bäumen geht das schon. Also klar kann man da halt zwischendurch laufen. Ist schon klar. Es wäre halt prinzipiell fetziger, wenn wir das wirklich mit irgendwelchen Wegabsperrungen machen könnten. Also mit irgendwelchen Mauern. Weil da kannst du halt auch nicht durchlaufen. Also die Olivenbäume würden auf jeden Fall gehen. Die sind zumindest so, die wachsen so dicht zusammen, dass die halt wirklich ineinander ragen. Das ist halt okay. Das wäre eine Möglichkeit. Cooler wäre halt tatsächlich, wenn wir hier irgendwas hätten, was ein bisschen höher wäre. Und halt nicht so hässlich ist. Wir könnten Bäume machen und um die Bäume drumherum halt Mauern oder Zäune. Wenn das aussieht. Nein, nein, die Bodenleisten sind dafür einfach perfekt. Wir nehmen Bäume und Bodenleisten. Und machen den Weg an sich aus Sand. Oder aus irgendwas anderem. Auf jeden Fall aus Sand, weil der kostet nur 10.000. Also der kostet halt keine Diamanten. Ja, ich glaube, das wird total der Plan. Nichtsdestotrotz gucken wir jetzt, glaube ich, erstmal zu Avatar auf die Farm. Das ist, glaube ich, ein Plan.